Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen CSGO-Video hier bei uns. So, wir haben ja letztes Mal die ganz vielen Roma 3 Cases aufgemacht. Und da machen wir jetzt mal ein paar Trade-Ups. Und ich würde einfach mal anfangen. Die hier darf ich nicht nehmen, die sind noch für später. Das ist Stat-Track, okay. Ich habe überhaupt nicht genug Stat-Track. Jetzt mal gucken, ich benutze Minimal. Ich muss mal ganz kurz gucken, was die denn wert ist, die FN. So. Dann mache ich mal die rein. Dann mache ich mal die rein. So, dann können wir mal ja hier anfangen. Using Trade-Up Contract. Fabrik, neu, die kann ich ja spielen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Dann machen wir mal weiter den ganzen Scheißdreck hier rein. Und dann den ganzen Dreck hier rein. Hallo, jetzt. CZ. Haben wir noch genug? 12. Die Ventilatoren. Ja gut, das spiele ich weniger. So, dann würde ich mal anfangen mit den Lilanen. Erstmal versuchen, gute Floats reinzukriegen. Minimalware. Okay, Einsatzverbot. So. Lass mal durchlaufen. Bin mal gespannt, was es wird. Okay. Wenn die in diesen Einsatz erprobt, okay. Da habe ich nicht mal genug. Wie viel brauche ich denn? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ja, da melde ich mich zurück. Ich habe gerade noch mal ein bisschen eingekauft. So, jetzt können wir da hier die mal verwenden. So, die müssten ja alle fehltestet sein. Genau. So. Das soll ein Herz sein, falls es niemand nicht erkennt. Denn ich liebe Gaben, ja. Und wir hoffen mal, dass jetzt eine UMP rauskommt. Einsatz erprobt. Mal gucken. Kostet. Oh, ja, ein bisschen Verlust gemacht. Was kosten denn die Asimov? Habe ich das schon nachgeguckt? Oh, da haben wir sogar Gewinn gemacht. Okay, wird auf jeden Fall ausgerüstet. Geil. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.